Die Wohnung wurde zerstört. Wir haben das Kind verloren. Ein Entscheider sagte immer, den werde ich jetzt auseinandernehmen. Ich bin Anna. Ich bin 45 Jahre alt und ich lebe in Karlsfeld bei München. Es sind wahre Geschichten von geflüchteten Menschen aus Pakistan, Tschetschenien, Syrien. Und es sind wahre Geschichten von Menschen in deutschen Ämtern und Menschen in Deutschland, die helfen. Wenn ich abgeschoben werden würde, dann nach Ungarn, ins Gefängnis. Und in Pakistan, dann käme ich 20 Jahre ins Gefängnis. Was Flüchtlinge, die hier sind und für die wir eine Willkommenskultur aufbauen, dass die abgeschoben werden, das kam in meiner Gedankenwelt nicht vor. Seit 4 Jahren sind die Asylmonologe und Dialoge bereits auf der Bühne zu sehen. Aktuell im Heimathafen Neukölln. Die Idee dafür hatte der Dramaturg Michael Ruf aus England mitgebracht. Mittlerweile hat er sein dokumentarisches Theater schon in mehr als 180 deutschen Städten gezeigt. Etwas, was wir schon sehr, sehr oft hören vom Publikum, ist diese Reaktion zu sagen, das habe ich nicht gewusst. Dass das die Situation von Geflüchteten Deutschland ist, dass zum Beispiel das und das die Arbeitsweise des BAMFs, also des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge ist, da kriegen wir oft Aha-Effekte geschildert. Das Stück basiert auf Interviews. Es geht um beklemmende Fluchterlebnisse, um kurzfristig angesetzte Abschiebungen und um Willkür in deutschen Ämtern. Ich habe gesagt, so hat der Flüchtling das nicht erzählt. Da hat er mit der Hand auf den Tisch gehauen. Ich bin der Herr des Verfahrens. Wenn man diesem Dialog zuhört, dann erfährt man, dass natürlich in so einer Behörde auch Menschen mit rassistischen Einstellungen arbeiten. Aber wir erzählen auch, dass solche Personen in so einer Behörde Erfolg haben können. Dass es natürlich Gesetze sind, dass es natürlich Regeln gibt, dass es natürlich bestimmte Institutionen gibt, die solchen Menschen auch eine bestimmte Form von Arbeit ermöglichen. Gesetze, wie auch die von der Regierung geplante Verschärfung des deutschen Asylrechts, mit der Flüchtlinge zukünftig noch schneller abgeschoben werden können. Die Aktivistin Napoli Görlich, sie musste einst aus dem Sudan fliehen, würde sich hingegen mehr Unterstützung für Flüchtlinge wünschen. Die Flüchtlinge brauchen Schutz, wir sind hier nicht mehr sicher. Man braucht sich nur die brennenden Flüchtlingsheime anzusehen. Jederzeit kann jemand von uns angegriffen werden. Napoli ist durch den 1,5-jährigen Flüchtlingsprotest hier am Oranienplatz in Kreuzberg bekannt geworden. Im Frühjahr 2014 wurde das Zeltlager geräumt und damit verschwand auch ihr Protest aus der Öffentlichkeit. Aber noch immer fordern sie und ihre Mitstreiter einen Abschiebestopp und ein Ende der Residenzpflicht für Flüchtlinge. Es werden weiter Flüchtlinge nach Deutschland kommen und die Gesellschaft müsse dafür endlich andere Antworten finden, sagt sie. It's now you, yourself. Es ist deine Entscheidung, was du jetzt tust. Hilfst du zum Beispiel Menschen am Lageso, die in der Kälte und im Regen stehen, oder sagst du einfach, das ist mir egal? You will just say, I don't care. Gemeint sind die vielen Flüchtlinge, die seit Wochen hier am Landesamt für Gesundheit und Soziales auf Termine warten. Nachts harren hier etliche Menschen unter freiem Himmel aus, in die Zelte dürfen sie nur am Tag. Gegen diese Zustände demonstrierten am Sonntag mehrere hundert Menschen. Im Internet gibt es eine Online-Petition. Warum habe ich das nicht gewusst? In den Asylmonologen und Dialogen geht es um einen Perspektivwechsel. Es sollen die Stimmen der Flüchtlinge gehört werden. Noch bis zum 6. Dezember im Heimathafen Neukölln. Ihr seid alle angebliche Vertreter der Menschenrechte, wo wart ihr?